hier von der Sixth Band, die Brandenburger Rockband, glaube ich, seit Jahr und Tag. Und ein Song, glaube ich, kann man sagen, Frank, der auch sehr, sehr viel mit dem Lebensgefühl der Energie-Cockpit-Fans zu tun hat, auch der in der Ferne. Richtig, in jedem Fall. Also, wir hatten heute schon das Thema Buch, wir haben das Thema Musik und wir haben jetzt das Thema Film. Und Stefan Göbel steht jetzt hier bei uns, der den Film gemacht hat, Vehement Cottbus, der sich auch wirklich intensiv mit den Fans beschäftigt. Erzählen Sie uns nochmal, wie ist der Film entstanden, was waren die Ideen dahinter steckt auch? Der Film hat begonnen eigentlich im Winter 2013, also in der Jahreswende zu 2014. Da stand Cottbus auf dem letzten Tabellenplatz und ich war mir ziemlich sicher, dass Cottbus das noch schaffen wird. Und dass jetzt also das nächste halbe Jahr viel Potenzial von Glück, Emotionen etc. liefert, um diese Rettung dort zu dokumentieren. So bin ich eigentlich in die Geschäftsstelle gegangen, um das vorzustellen und meine filmerische Idee da eigentlich nicht an den Mann zu bringen, aber ja, loszuwerden. Es kam dann sportlich ganz anders, als Sie anfangs dachten. Da könnte man jetzt gemeinhin denken, blöd gelaufen. Ja, das kann man generell natürlich bei Dokumentation nur in einem gewissen Maße einschätzen, wie das letztendlich läuft. Und entgegen meiner Erwartungen hat Cottbus es nicht geschafft. Das hat sich allerdings abgezeichnet. Das heißt, also ich hatte schon in gewisser Form auch in filmtechnischer Hinsicht gesehen, eine Möglichkeit, mich darauf einzustellen. Und für mich persönlich war es ganz wichtig, dass noch positive Emotionen, weil ich verbinde mit dem Verein so unendlich viel Positives, dass das auch noch einen Platz findet im Film. Und deswegen war für mich ganz klar, das kann nicht mit dem Abstieg enden, sondern das muss weitergehen. Wir ergründen hier seit 19 Uhr auch ganz wesentlich immer die Seele des Vereins und die hat auch was mit der Seele der Fans zu tun. Was macht denn für Sie, nicht nur durch die Arbeit am Film, diese Seele aus? Immer wieder aufzustehen. Auch die Großen zu ärgern, man weiß ganz genau, man wird selbst FC Bayern München geschlagen etc., um noch weniges zu nennen. Und das ist eher unsere Aufgabe, also jetzt nicht um die Meisterschaft mitzuspielen, aber vielleicht auch mal das Zünglein an der Waage zu sein. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre sportliche Karriere reden. Wir haben recherchiert, Sie haben früher als Kind auch beim FC Bayern Cottbus gespielt. Wann haben Sie sich überlegt, nee, das ist doch nichts für mich? Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich bestimmt noch ein bisschen weitergemacht, aber ich war zu schlecht, um das auf den Punkt zu bringen. Mir wurde ans Herz gelegt, wenn ich öfter spielen will, dann wechsle ich den Verein und das ist, denke ich, auch richtig so. Ich weiß nicht, ob ich heute gerne Fußballprofi wäre, ich weiß es nicht. Aber klar, ich habe immer schon gerne Fußball gespielt und spiele es heute immer noch gerne. Und welchen Verein? Ich spiele heute beim KNSV, habe wieder angefangen, seitdem ich in Cottbus zurück bin und spiele dann mit meinen Kumpels, mit denen ich auch früher teilweise schon gespielt habe. Und es ist einfach großartig, sich da zu treffen und egal in welcher Liga man da jetzt spielt. Stefan Göbel, Vehement Cottbus ist der Film, der auch beim Festival des osteuropäischen Films lief. Können Sie sich dann vorstellen, das Thema Energie Cottbus in Filmform nochmal anzugehen? Und wenn ja, in welcher Art und Weise? Prinzip kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, weil ich mache Filme generell über Themen, bei denen ich mich nicht auskenne, aber mit denen ich mich natürlich intensiv beschäftige. Und mit Energie werde ich mich aller Voraussicht nach und mit ganz großer Sicherheit noch bis zum Lebensende beschäftigen. Von daher ist die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben, dass auch nochmal ein Film darüber entsteht. Direkte Pläne dergleichen gibt es natürlich nicht. Das ist dann eben auch mal wieder momentabhängig. Ne? Also auch das letzte Mal, der Film hat sicherlich schon länger geschlummert, aber das war eben ein Anlass, den auch dann wirklich umzusetzen, diese spezielle Situation, dieser Plotpoint sozusagen. Und wer weiß, vielleicht gibt es in ein, zwei Jahren mal wieder so einen Plotpoint, dann natürlich in eine positive Richtung, das wissen wir ja. Vorher in jedem Fall, wer ihn noch nicht gesehen hat, gucken Sie sich den an. Vehement Cottbus, ein Film, der nicht nur etwas über den Verein, sondern vor allem auch über die Menschen erzählt, die hinter diesem Verein stehen. Danke, Stefan Göbel.